How proud are you? Sekunde. Der nächste bitte. Hallöchen. Hallo, guten Abend, Volker. Hier ist der Dennis. Hallo, Dennis. Hallo. Ich bin übrigens der Essex-Boy. Ja, Mahlzeit. Oder der Essex-Boy. Ja, ach so, der Essex-Boy. Ja, ich weiß. Alles klar. Hi. Super. Ich gucke dich auch schon etwas länger. Deine Streams und die Call-In-Sendung, also diese, wo du die immer so Highlights rausschneidest. Ja. Und ich weiß, ich bin jetzt auch nicht so oft in der Kommentarsektion aktiv. Ja, ich finde es gut. Du hast, glaube ich, selber einen YouTube-Kanal. Über was machst du Videos? Nee, ich mache gar nichts. Das ist einfach nur so ein YouTube-Kanal, um damit ich YouTube gucken kann. Du hörst dich aber noch relativ jung an. Ich denke mal so 25, 26. 30, okay. Was treibt dich an die Front des Wahnsinns? In erster Linie deine coolen Sprüche, ne? ich schreib mir die nur übers auf, die fallen mir einfach so ein, ich kann es erinnern. Nee, im Ernst, ich weiß nicht, immer echt manchmal weg, wenn dir zum Beispiel solche Sachen sagst wie, dann soll er mal vor die Tür kommen, ich ziehe die Schlappen an, dem hau ich meine Schlappen um die Ohren, bis die Ohren anlegen, was ist los? Bam, 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 fertig. Auf jeden Fall. Ich sehe auch generell deine direkte Art und so, das ist schon. Ja, ich glaube, das gefällt mir. Es gibt echt nicht viele von der Sorte. Ja, die sterben leider alle aus, ne? Die sind alle jetzt so 60 plus. Also das Problem ist ja so, meine Generation, die noch so ein bisschen fronttauglich ist, die sind leider mittlerweile mit dem Rollator unterwegs. Ich hab da nochmal eine Frage und zwar. Ich bin mal von der längeren Seite, schon länger her gewesen. Bitte, was? 26 Zentimeter. Hast du noch mit diesem Kontakt? Mit wem? Ich hab da mal ein Video gesehen, irgendwie. Das hast du auch gestern angesprochen gehabt, irgendwie mit dem. Da musste ich auch. Schumacher. Nee, das war irgendwie. Der ist bei dir gewesen, der hat bei dir geklingelt und dann. Ach, der Ulf! Knatter-Ulf, ja. Eigentlich mag ich den. Das Einzige, was ich nicht gemocht habe, dass der die Tage bei diesem Gloomer rumgesessen ist. Und selbst das kann der tun. Es gibt also keine Kontaktschuld, dass ich den Leuten vorwerfe, wer mit wem rumpimmelt. Das ist auch kein Problem. Nein. Es geht darum, was für linke, fotzige Statements der da rausgehauen hat. Und der weiß genau, dass der lügt. Und das ist das Schlimme an der Sache. Weißt du, das ist auch so ein Spalter. Das ist jemand, der anderen Leuten Dinge vorwirft, die er selber macht. Ich kann's nicht ab. Ich finde das hinterfotzig. Nee, es hätte ja sein können, dass jetzt über die Jahre, ich meine, das ist auch schon ein paar Jahre her, ne, die Geschichte, wo er da angeht. Ach, mehr, fünf, sechs schon was? Mittlerweile. Ja, wir hatten ja Frieden, das heißt, wir haben ja gar kein Problem miteinander gehabt, ne? Sondern ich hatte eigentlich den Eindruck bis letzte Woche, dass ich ganz gut mit dem klarkomme, auch wenn wir uns jetzt so nicht regelmäßig da sehen oder fetzen. Aber dass der sich natürlich da hinsetzt und in meine Richtung pisst, ohne dass ich dem was getan habe. Und er ist noch der Meinung, er kann hier so eine Art Ostflanke aufmachen, wir sind Brüder vom Geiste und so ein Scheiß und die Weste sind alle Kacke und so eine Kacke. Was bildet der für sich ein, jetzt mal ohne Scheiß? Ich habe der nichts getan und das Erste, was der macht, der pisst mir den Rücken nass. Was denken der, was ich darauf sage? Und dann sagt der, ja, ich finde das total gut, dass Angler da so aus sich rauspoltert. Habe ich gesagt, ich polter jetzt mal ein bisschen mit. Habe ich mal gesagt, was ich von dem halt, von diesem Pissgesicht. Ist eine Fotze. Boah. Ist eine Meinungsfotze, nichts anderes. Ja, okay, genau. Ist einmal eine linke Fotze. Dass der jetzt aus dem Osten kommt, kommt noch eher schlimmer dazu. Ich habe dich auch schon ein paar Leuten empfohlen. Ich habe mal gesagt, ey, guck mal mit Knacki rein. Ja, wer ist denn das? Also, das ist ein. Ja, die kriegen aber erstmal einen Schreck fürs. Die kriegen erstmal Schreck fürs Leben. Ich sag, die kriegen erstmal Schreck fürs Leben, wenn die falsche Sendung erwischen. Nee. Also, das Ding ist, ich habe halt auch einen Bekanntenkreis, der ist jetzt auch nicht, also ich sag mal so, was den Humor und so, was die harten Tatsachen angeht. Ja, also aber die immer auch gerne alles so durch die Blumen erzählt. Ja, kommst du aus dem Pott? Nee, ich bin auch aus Hessen, ich bin aus Kassel. Ach du Scheiße. Na ja, gut, okay. Ja. Ist ja nicht schlimm. Sag mal, kannst du einen Auftrag für mich? Nein, alles gut. Ich habe da irgendwie auch schon irgendwie gehört, du hast da mit einem irgendwie aus Morschen, aus ja, Leber. Ja. Aber damit habe ich absolut nichts zu tun. Nein, ich hatte erst überlegt, hier wie damals Asterix und Obelix am Morschen niederzubrennen, aber ich hatte kein Benzin gekriegt. Und scheißegal. Nein, das war nur Spaß. Ich bin, wie gesagt, völlig neutral. Ich kenne mich eigentlich schon länger.
durch auch, das war glaube ich ein Hater-Kanal von dir gewesen, ne, dieser. Wie ist er noch? Bello News, ne? Bello News. Das ist aber kein Kanal von mir, das ist ein Kanal gegen mich. Das ist so eine Art. Nein, das, so, das ist eine Werbeplattform für mich. Ja, und durch dich habe ich dich halt damals entdeckt, so, okay. Ich sag mal so, und da habe ich dich halt, seitdem habe ich dich dann halt mehr oder minder verfolgt. Also ich bin jetzt, wie gesagt, still, also im Stuhlzimmer gewesen. Lass uns mal ganz kurz, hast du einen Moment Zeit, dass wir ein paar Daten abgleichen? Gerne. Bist du beruflich unterwegs? Hast du einen Beruf? Ja. Was verdienst du so? Steht davon eine 1, 2 oder eine 3 netto? Eine 3. Bist du dann so nett und spendest mir mal 1 Euro über PayPal? Ich mag dann anschließend eine Geldanfrage für den Monatsbeitrag. Ich buche den immer selber ab. Nein, alles gut. Nein, lässt sich einrichten. Mal gucken, ja. Nein, mach keinen Scheiß. Die drehen durch. Wie gesagt, jetzt das erste Mal so, ich habe ja schon die letzten paar Male reingeschrieben, Knacki Moin oder ja. Mahlzeit und sowas, aber. Ich sehe das mal. Also, wenn ich jetzt, während ich mit dir spreche, kann ich den Chat nicht sehen. Also, entweder reden wir. Nein, alles gut. Nein. Na, also, das geht manchmal leider unter, ne? Ich habe schon in der letzten Zeit irgendwie versucht, ein bisschen zu interagieren, aber. Ja, erstmal bist du jetzt ja schon mal hier drin. Außerdem mache ich ja auch noch Sendungen, wo wir miteinander per Bild, Video zusammen kommunizieren können. Also das ist überhaupt kein Problem, ne? Also das kriegen wir schon, das kriegen wir schon hin. Das hier ist ja im Moment nur so diese Warmwertphase hier, ne? Ich habe da ja noch so zwei, drei bessere Ideen. Alles so. Dann wollte ich halt nochmal, weil du es mal angesprochen hast, dem Arne auch unbekannterweise alles Gute wünschen, dem Arne. Ja, der ist dabei, der hört zu. Super. Freut mich. Ne, alter Mann, 62, immer, dass die Pumpe da mal nicht mehr mitmacht. Nein, das... Was das angeht, alles gut. Holla, holla. So, sehr gut. Schön, dass du angerufen hast. Finde ich gut. Ich danke mich, dass du mich angehört hast, dass du telefonieren konntest. Klar, ey, ich bin kein Superstar. Ich bin genauso wie du, wie jeder andere auch. Also um Gottes Willen. Also heb mich immer nicht so hoch in den Himmel. Weil ich schon ein bisschen nervös. Sind viele Leute beim ersten Mal, also mit irgendjemandem telefonieren und freisprechen, ist schwierig. Also wenn ich hier so eine Stunde, zwei in Action gewesen bin, ich kann dann duschen gehen. Und viele verstehen auch nicht, dass das ganz, ganz schwer ist, sich hier hinzusetzen vor 50, 100, 200, 300 Leuten und einfach aus dem Bauch irgendwas zu erzählen. Das ist eine Riesenarbeit manchmal. Ich bin auch jetzt nicht so der Mensch, der auf Leute zugeht, wenn du weißt, was ich meine. So, ich bin jetzt nicht so der offenste Mensch, der jetzt irgendwie rausgeht und Leute ansprechen kann. Hm. Na, ich war Türsteher, ich bin oft auf Leute zugegangen. Ja, es gibt halt solche und solche. Wie gesagt, also sei froh, dass du ein ruhiges Leben hast. Ich denke mal, mit meinem wärst du nicht ganz zufrieden. Einigermaßen. Hier und da. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Achso, haben wir ja gesagt. 35. Suchst du eine Frau? Nee, 30, nicht 35. Suchst du eine Frau? Nee, aktuell nicht. Aber wenn du... Na, ich schreibe dir einfach mal auf eine Liste mit drauf. Vielen Dank, auf welche Liste denn jetzt? Ja, ich habe hier so eine Vermittlungsliste. Alles klar. Nein, Quatsch, alles gut. Aber ich habe nur eine Voraussetzung, okay? Die Frau muss mehr wie 3 Zähne im Maul haben. Das krieg ich hin. Super. Die meisten können sie sogar rausziehen, kannst du kontrollieren. Alles klar. Tschüss. Alter Falter, witzig.